Wir machen jetzt mal ein Experiment. Heute mache ich Fotos mit dem Huawei P20 Pro und meinem Freund Christian. Und ich filme heute mal. Heute filmt er mehr. Also durch wegen der Kameraführung meckern, die wird nicht so gut sein wie meine. Ja, heute ist es besser, weißt du? Ja, ja, aber ist mir egal. Ich mache nochmal die Fotos. Jetzt Fotomann und Ortesucher. Ich bin Videomann und Filmer. Jetzt mal andersrum. Ich tue jetzt nicht Orte, aber ich mache jetzt mal ein Foto. So, legen wir mal los, Christian. Wie drehe ich das so rum, ne? So. Und jetzt nimmst du die. So. Mit der rechten Hand, da hast du bessere Führung. Lass sie mal richtig liegen. Ein Stück zurück, lässt sie mal so liegen. Da heißt wie so. Gut. Muss ich wieder zusammenreißen und nicht labern oder machst du es? Ich kann auch labern. Ah, ja, hier, guck dich so, mal. Wir sind hier in einem alten auch Bahngelände, vermuten wir. Also so wie es aussieht. Hier, das war mal. Gute Frage, was es war. Auf jeden Fall ist es sau tief und sau hoch. Ich weiß nicht, ob ich es drauf kriege. Wenn ihr das so seht. Also es war auf jeden Fall. Mann, jetzt guck mal hier. Huawei P20 Pro, das ist. Du machst mal alles nur mit Nachtaufnahme dort. Und dann wieder belichten übst. Warte mal, Schnucki. Genau, das hatte ich gerade vor. So, was haben wir denn hier noch? Wir vermuten mal, das war hier bestimmt mal die Reparaturwerkstatt. Ist die Vermutung. So wie das hier aussieht. Dieses Treding ist, ne? Also wo sie die Züge drauf gefahren haben. Aber der Verfall hier, dieser Gang ist schon allein geil. Also wirklich richtig geil. Oh, es ist mal wieder ein schönes Lost Place, ein richtiges Lost Place. Ja. Also wir verlassen der Bahn halt nach Reparatur die. Es kann ja sein, dass die Dampfzüge hatten, ne? Dass das hier irgendwas war, oder? Ja, aber was soll denn hier reinkommen? Falls jemand unter den Zuschauern ist, der sich damit auskennt, warum ist da ist ein Oberlicht und da ist oben noch Rohre und dann ist das da hinten so schwarz und ja, keine Ahnung. Hier ist noch ein Abfluss. War das mal ein Wasserspeicher oder was? Das weiß ich nicht. Aber dafür sind die Wände so komisch, das drückt dir doch die Nässe raus, oder? Ja, weil du hast mehrere von den Dingen. Du hast ja hier die nächsten. Und der ist oben trocken. Mal gucken. Hier ist aber nichts mehr. Der ist trocken. Relativ tief und trocken. Relativ tief. Relativ tief? Tief, tief. Tief, tief. Gestern hat mich letztens auf der Autobahn auch gesagt zu mir, als ich gefahren bin, Holger, du musst hier legen, du musst hier runter. Und ich frag dich, Akku aufladen. Links oder rechts müssen wir. Geht, geht's. Du musst halt mal gucken, wenn es aus ist, sagst du Bescheid. Also das wird spiegelt sich alles fest. Ja. Wieder. Wie dasselbe. Ich versteh's nicht. Aber hinten kommt noch ein alter, weiß ich nicht. Hier ist es nochmal dasselbe. Alter Feuerwehr. Hier sieht's aus, Holger, ob es immer. Hier sieht's aus, ob mal Wasser gepumpt wurde. Irgendwie. Hier wurde Wasser gepumpt. Definitiv wurde hier Wasser gepumpt. Entweder rein oder raus, das ist die gute Frage. Also wer uns dazu was sagen kann, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Also wenn wir zufällig einen alten Bahn hier oben war, oder jemand, der halt dort arbeitet. Hier oben war mal ein alter Eingang, Holger. Siehst du, da ist die Tür da oben. Klar. Hier ging mal eine Treppe lang. Aber wieso die Wasserleitung? Die haben wir gar nicht gesehen da oben. Die geht unterirdisch, dann nehme ich an. Und hier ist das alte Dach. Hier sind noch Bezeichnungen von den Menschen. Also es sieht schon, weiß ich nicht. Aber hier sieht man halt wieder keine Stiegen, gell? Hier ist wieder. Das ist geil hier. Das ist ein mega geiles Gelände. Musst du mit dem Dach ein bisschen aufpassen. Also hier ist richtiger Verfall. Natürlicher Verfall. Jetzt nicht strandaliert. Das Dach ist halt einfach alt und zusammengefallen. Hier ist noch so ein alter Schuppen. Guck mal gleich mal rein. Hier haben sie bestimmt mal ihre Pause gemacht. Das ist der alte Frühstücksraum. Da hinten, das war mal. Mal gucken wir uns mal an, was das mal war. Der alte Sicherungskasten, ne? Das ist bestimmt für die einzelnen Hallen irgendeine Absicherung gewesen. Oder weiß ich was, war der Telefonleitung. Ich weiß es nicht so richtig, weil das alles nur so Klingeldraht ist. Alten Starkstromdosen.
Starkstromdosen. Starkstromdosen. Starkstromdosen. Aber cooles Gelände auf jeden Fall. So, hier ging auf jeden Fall mal die Schienen lang. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Hier sind die Schienen, gell? No? Hier sind die Schienen lang gelaufen, früher ist das Dreh. Das Drehkreuz. Ich denke mal, die haben. Die sind dann nur kleiner Maschinen, weil am Ende die so richtig große Lok passen, die kommen rein. Ja, vielleicht haben die auch nur Waggons oder was? Keine Ahnung. Kokon, Kokon. Kokon, Kokon. Hier ist dieses Drehkreuz. Ja. Ja, 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 ja. So, das war das alte Bahngelände. Ist sehr cool. Und Christian hat gefilmt diesmal. Jetzt sehe ich mich auch. So. Heute hat Christian mal gefilmt. Einfach nur, weil ich mal. Ich mache auch mal Urlaub. Holger wollte heute mal Fotos machen mit seinem neuen Handy. P20 Pro Huawei. Was ich mir empfohlen habe, dass er das nehmen soll. Da brauchst du nämlich keine Spiegelreflex und nichts mehr mitnehmen, sondern... Also Leute, ohne Scheiß, das Handy ist der Hammer. Das ist der Kracher. Das macht Langzeitbelichtung von alleine. Du brauchst keine Kamera mehr mitnehmen. So, auf jeden Fall. Wir holen nicht so weit aus. Doch. Nee. Doch. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Und auf morgen bis Wiedersehen. Auf morgen bis Wiedersehen.